Am Frankfurter Flughafen ist für abfliegende Gäste kein Durchkommen. Des Weiteren werde ich dazu einen Kommentar geben. Dann habe ich noch von einem Zuhörer zu sehr, ich weiß gar nicht, ob er einen Podcast gehört hat oder ob er uns auf YouTube geschaut hat, muss ich mal fragen beim nächsten Mal, nochmal einen Aspekt, was die hohen Kerosinpreise betreffen kann. Und British Airways verabschiedet sich von der Maskenpflicht, aber nicht so ganz. Also eine der größten Fluggesellschaften oder größeren Fluggesellschaften, die sich auch dem Maskenmandat entzieht. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Auch heute wieder wie immer der Abonnierbefehl. Abonniert den Kanal, macht die Glocke an, kommentiert unten und vor allem liked uns. Das heutige Thema, was ich gestern auch schon angedeutet hatte, macht weiter Schlagzeilen. Und zwar aus einem Grund, den ich sehr unappetitlich finde. Und zwar wegen der Streiks, die es ja bundesweit gibt an den Sicherheitskontrollen, sind viele Flüge ja ausgefallen. Aber die waren halt nicht irgendwie so ganz dicht. Das heißt, also man konnte zumindest durch, aber die Schlangen waren lang. Aber in Frankfurt ist alles geschlossen, außer Transit. Da ist eine Art Notkontrolle, damit man halt im Transit gehen kann. Weil die Arbeitskräfte sich da zum Streik verabredet haben, beziehungsweise Warnstreik. Und ist ja nicht illegal im Prinzip, aber es ist halt für uns ärgerlich. Und Transitpassagiere, wie ich schon sagte, können halt durch. Und es gibt auch in Hamburg Probleme, das Ganze zu tun. Fraport hat gesagt, dass 130 von den 818 Flügen am Tag annulliert worden sind. Es ist in den Terminals relativ ruhig geblieben. Es gibt auch von der Bundespolizei nichts, wo man jetzt sagt, da gibt es Randale. Man hatte für heute, den Dienstag, 71.000 Passagiere erwartet. Am Montag gab es ja schon Streiks an anderen Flughäfen, München, Hamburg, Stuttgart, Karlsruhe, Baden-Baden. Und es sind in Hamburg 87 Flüge ausgefallen an diesem Dienstag. Worum geht es? Es geht um 1 Euro und bundesweit sind 25.000 Sicherheitskräfte, die für die Bundespolizei oder im Auftrag der Bundespolizei, wie es ja teilweise auch da am Revers geheftet ist, sagen, sie wollen halt mehr Geld haben und die Erhöhung soll 1 Euro sein und natürlich die Angleichung regionaler Löhne. Ich kann es einfach nur kommentieren, dass das alles etwas problematisch ist. Michael Engel der Geschäftsführer erklärte, dass es sich einfach um eine überzogene und unsolidarische Forderung handelt und dass man damit halt wirklich den Luftverkehr sabotiert. Und jetzt Achtung, ich werde mal einen Kommentar machen, nicht, dass ihr jetzt denkt, der dreht komplett durch, aber als Warnung ist es meine private Meinung, natürlich. Also ich finde es äußerst merkwürdig, dass man das komplett dicht macht. Also dass Leute, die für ihren Urlaub sparen oder Leute, die etwas zu tun haben, einfach blockt. 71.000 Menschen sind erwartet worden, die am Flughafen Frankfurt ihren Flug beginnen. Und das finde ich absolut widerwärtig, da komplett dicht zu machen. Dass man ein bisschen streikt, dass man vielleicht den Leuten Nadelstiche gibt, das ist ja schon schlimm genug. Aber das geht gar nicht. Und die Bundespolizei, und ich finde das etwas, was in meinen Augen relativ problematisch ist, hat sich aus dem Thema zurückgezogen. Und zwar, warum macht man das nicht als eine staatliche Aufgabe, die es ja ist? Das heißt also, dass es weiterhin Bundesbeamte sind, die das einfach durchführen. Dann gibt es auch keine Streiks, dann gibt es auch keine Diskussion. Es gibt einen Bundesbeamtentarif und dann ist der Keks und alles gedropst und gelutscht. Und ich kann mir auch fast nicht mehr vorstellen, dass bei fast 20 Euro, ich habe auch verschiedene Preise mal gehört, aber um die 20 Euro ist das Gehalt. Leute, wer kriegt das Gehalt? Und dann verstehe ich nicht, wie man diese Leute dann teilweise findet. Wer sich in Amerika über die TSA beschwert, das tut mir leid, aber ich habe mit der TSA bis jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht. Die lassen auch diese TSA pre-approved durch. Das heißt also, dass man nicht mehr den ganzen Scheiß aus der Tasche raus kann, das nehmen muss. Das müssen wir in Deutschland, können wir gar nicht machen. In Europa gibt es das gar nicht. Ich finde auch teilweise an Flughäfen, dass die Leute unhöflich sind und unprofessionell sind. Und wenn es halt eine staatliche Aufgabe ist, warum macht es der Staat nicht? Und das ist halt in meinen Augen einfach eine Sauerei. Und ich denke, dass dieses Problem jetzt mal endlich gelöst werden sollte und dass mal da Tabula Rasa gemacht wird. Und vielleicht, dass man auch die Leute mal kontrolliert, die da wirklich arbeiten. Weil bei einigen habe ich so ein bisschen Zweifel,
inwieweit da die Checks auch wirklich ordentlich gemacht worden sind. Also es ist unglaublich. Aber hier fordere ich euch einfach auf, unten mal zu kommentieren. Ich muss jetzt auch einfach aufhören, weil sonst rede ich mich weiter in Rage. Gestern hatte ich auch schon darüber gesprochen, was die Ticketpreise betrifft in der First und in der Business Class. Und da müssen wir einfach mal gucken, was das wirklich bedeutet. Weil wenn man an der Tankstelle sich verdingt und da dann das Auto auftankt, merkt man schon auf einmal, dass sich der Preis in den vergangenen 12 Monaten fast verdoppelt hat. Und ich denke mal, dass die Ticketpreise sich auch erhöhen werden um 15-20%, so sagt man es einfach. Auch die Billigflieger werden halt das merken, natürlich, weil die ja gerade mit jedem Cent auch rechnen. Aber, und das muss man halt auch sehen, ein Aspekt, den ich gestern nicht ausgearbeitet habe, ist, und dafür entschuldige ich mich und deshalb arbeite ich heute nach, ist, dass die Fluggesellschaften daran auch pleite gehen können. Ja, ganz genau. Das heißt, Fluggesellschaften, die eh schon durch diese ganze Corona-Geschichte mit, auf der Messerschneide sind, da kann dieser Kraftstoffpreis oder die Erhöhung der Klick sein, um dann rüberzugehen über die Klinge. Und man wird natürlich die Preise mit Verschiebung bekommen und das ist auch so. Ich weiß nicht, habt ihr eine Fluggesellschaft, wo ihr sagt, die kann pleite gehen oder denkt ihr da irgendwo an irgendjemanden? Ich sehe das einfach zum Beispiel auch so, dass Uber in den USA war das, auch schon eine Art YQ eingeführt hat. Also insofern, wir werden halt wesentlich mehr bezahlen müssen. Und auch die Kapazität der Flugzeuge, die jetzt fliegen würden nach Russland zum Beispiel, die sind natürlich da. Kann natürlich sein, dass man dadurch wieder etwas mehr Angebot hat und die Nachfrageseite damit etwas besser bedient werden kann. Auch interessant. Wenn man jetzt nochmal auf die Pleite eingeht, dann muss man natürlich sagen, das sind meistens Charterfluggesellschaften. Aber ich denke, dass da keine renommierte Fluggesellschaft da betroffen worden ist, weil alle haben Fuel Hedging gemacht. Das heißt also, die haben schon Kontrakte bis weit ins nächste Jahr gemacht. Lufthansa hat ja schon 2023, glaube ich, 20% gehedged, kann mittlerweile sogar mehr sein. Und damit würde sich das ja erst im nächsten Jahr durchschlagen. Wer weiß, wie die Situation dann am Rohölmarkt ist. Auch hier nochmal, wenn ihr noch nicht kommentiert habt, welche Fluggesellschaft fällt euch ein? Ein Thema, was mir persönlich immer wieder, ja, ich will nicht sagen, die Zornesröte ins Gesicht bringt, ist zum Beispiel, wenn man permanent kontrolliert wird. Du fliegst irgendwo hin und dann wirst du ja kontrolliert, ob du alle Visa hast, ob du alle Dokumente hast und. Gerade in Covid ist das natürlich ein Riesenproblem. Und bei Emirates Airlines in Dubai, das war eine Odyssee teilweise, da wurde mit Stickern auf dem Ausweisen gearbeitet. Da habe ich braune, rote, gelbe von Emirates Group Security drauf bekommen. Jetzt gibt es da auch ein Präzedenzfall, will ich nicht sagen, aber doch ein Fall, warum man verstehen muss, warum Fluggesellschaften da so radikal sind und gucken, ob man auch wirklich alles, was man braucht, hat, um in den Land einzureisen. Weil die Bundespolizei hat DPA gesagt, dass es einen Passagier aus Simbabwe gab, der ohne Pass nach Deutschland gekommen ist. Das ist etwas, wo man echt sagen muss, die sind natürlich doof. Wobei man natürlich auch sagen muss, vielleicht hat er einen Pass gehabt und hat ihn weggeworfen oder was auch immer. Also insofern muss man da die Fluggesellschaft so ein bisschen in Schutz nehmen. Aber grundsätzlich kam der Kollege dann hier an und dann hat man ihm am vergangenen Jahr, am 25. August, per Kleincharter, hört, Kleincharter ist übrigens der Fachbegriff für Private Jet, ne? Also nur damit man das weiß, nach Hause geschickt in sein Herkunftsland. Und daraufhin haben die linken Fraktionen, also die Linke, nachgefragt, was das Ganze gekostet hat. Und laut Bundesregierungsaussage gab es Kosten in Höhe von 198.775 Euro. Also daran sieht man, dass das eine sechsstellige Summe ist, die nicht unbedingt klein ist für jemanden, der einfach mal mit dem Pass fehlenderweise in Deutschland versucht hatte einzureisen. Und jetzt möchte man das bei der Fluggesellschaft geltend machen. Und man hat natürlich auch 163 Sammelabschiebungen 2021 gemacht. Die haben natürlich auch Geld gekostet. Man hat so die 5.462 Leute aus dem Land gebracht. Aber ihr seht einfach, dass es manchmal keine Sammeltaxis, will ich das jetzt mal nennen. Ab Kassel-Calden gibt es ja sowas.
Ich glaube, auf Spiegel TV gab es mal eine Doku. Wer das sehen möchte, konnte das mal auf YouTube schnell googeln. YouTube googeln, geht das? Also auf jeden Fall die Suche auf YouTube benutzen. Und da findet ihr den Beitrag und da seht ihr, was das für ein Aufwand ist. Allerdings keine 200.000 Euro. Da kostet 200.000 Euro, wenn du da einige wegbringst. Aber für einen einzelnen Fall. Und das muss die Fluggesellschaft bezahlen. Und das ist auch der Grund, warum wir immer so kontrolliert werden. Also da ein bisschen Nachsicht haben, weil das kann teurer Spaß werden. Also insofern, auch wenn wir keine illegalen Sachen vorhaben, an dieser Stelle ganz einfach, muss ich dann sagen, Verständnis zeigen und lieb und nett sein. Wo wir auch Verständnis haben müssen, ist mit der Gesichtsmaske. Also ich hatte ja das Thema schon mal bei Ryanair angesprochen. Die haben die Gesichtsmaske ja auch demnächst wieder als Accessoire, aber nicht als Pflicht. Und andere Fluggesellschaften wie die Jet2 oder auch die TUI haben gesagt, wir machen das einfach aus England heraus, weg damit. Und British Airways hat das jetzt auch gesagt. Natürlich wird diese Maske nicht auf allen Destinationen verschwinden, weil wenn das von dem Zielland eine Voraussetzung ist, dann ist es zum Beispiel nicht möglich. Also in den USA zum Beispiel, da kannst du halt einfach nicht ohne Maske fliegen, weil bis zum 18. April ist es bis jetzt, so ist es, also es kann sich verlängern, aber im Moment ist es bis zum 18. April, muss man eine Maske tragen. Andere Destinationen zum Beispiel wären Italien, da muss man auch eine FFP2-Maske tragen, da nicht. Aber wenn es keine Regelung gibt, dann wird es von British Airways auch keine Regelung geben. Und zwar ab Montag, ab morgen, Mittwoch, den 16. März. Und da muss man halt einfach sagen, das ist doch eine Sache, die vielen entgegenkommt. Ich habe auch gestern in den Kommentaren irgendwo gelesen, dass jemand gesagt hat, wenn die Maske weg ist, dann kann ich sofort fliegen. Ich fliege nicht vorher, bevor die Maske weg ist. Also insofern, British Airways wäre eine Möglichkeit. Aber dann aufpassen bei Zielen, dass man da dann nicht sich ein Ziel aussucht, was in irgendeiner Art und Weise problematisch ist. Wer zu Hause das Feeling eines Flugzeugs nacharbeiten möchte oder nachbauen möchte, der kann sich eine Dreierreihe kaufen, ganz genau. Und zwar ist es das Angebot bei ricardo.ch. Du bietest auf eine Dreierreihe Swiss Economy Sitze und bekommst zusätzlich zwei Tickets für eine offizielle Trainingseinheit der Schweizer Fußballnationalmannschaft geschenkt. Damit unsere neue Swiss Premium Economy genügend Privatsphäre und Beinfreiheit bieten kann, haben wir für den Einbau der neuen Sitze bisherige Economy Class Sitze ausgebaut. Alle Einnahmen aus dieser Aktion kommen den langjährigen Partner Stiftung Pinja in Kloten zugute. Pinja bietet Menschen mit Behinderung einen entsprechenden Wohn-, Arbeits- und Lebensraum mit bedarfsgerechten und bedürfnisorientierter Begleitung. Die Sitze sind die ganz normalen Sitze, 1,53 Meter breit, 1,25 und dann 3,90 inklusive Podest, Gewicht 60 Kilo und ganz wichtig, Sitzbezug Marke Berner Unternehmen Landtal und das Material ist Stoff, schwer entflammbar und strapazierfähig und die Farbe ist taub oder beige. Und die stammen aus 777-300ER aus der Juliet November Hotel, mit der bin ich, glaube ich, nach Sao Paulo geflogen. Und das Flugzeug, beziehungsweise die Sitze sind im Einsatz seit dem 31.03. Und was dazugehört, ist ein ausklappbarer Tisch. Die Schwimmweste ist aber nicht gebrauchsfähig. Headrest Cover, Safety Card, aber der Bildschirm ist schon weg. Und natürlich gibt es eine Plakette mit personalisierter Gravur. Jetzt sagt ihr euch, was kostet der ganze Spaß? Da muss ich gerade mal gucken, weil es eine Versteigerung ist. Kann der Preis sich erhöht haben? Eben als ich guckte, waren wir unter 3.000. Jetzt sind wir über 3.000. Das aktuelle Angebot ist 3.001 Schweizer Franken. Das ist jetzt am 15. März um 11.31 Uhr. Preise steigen. Ich werde den Link unten einfach reinmachen. Wenn ihr jetzt auf das Angebot bieten wollt, vergesst nicht vorher den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, aber auch zu kommentieren, was ihr zu den Sitzen haltet, was ihr zu meinem Kommentar haltet oder zu anderen Themen, die ich heute wieder von mir gegeben habe. Also insofern freue ich mich und vergesst natürlich nicht, das Like dazulassen. Das ist für uns wichtig, damit wir mit dem Kanal weiter nach oben steigen. Danke, dass ihr es tut. Wir sind ja auch über 1600 Leute mittlerweile. 1600 ein bisschen. Soll ich mal kurz gucken, was es sagt? Dann gucken wir einfach mal ganz schnell. Also er sagt mir, wenn er jetzt kommen würde, bei 1601. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Take off. Bis morgen, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Jetzt ist Schluss.